Einen wunderschönen guten Tag und guten Morgen und herzlich schöne gute Nacht. Willkommen zum neuen Podcast Bradletic City Nummer 24. Ja, Mann. 24. Podcast. Schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Lieber Mo, hallo, Grüße gehen raus nach Hamburg. Du hast einen wunderschönen roten Pulli an. Ich habe ihn gerade schon gefeiert. Erinnert mich an diese CrossFit-Staff-Menschen, die rot anhaben. Du hast viele St. Pauli-Athletik-Klamotten, ne? Ich habe viele St. Pauli-Klamotten, ja, klar. Ist ja auch geil. Ich geil, immer der Welt, Digga. Finde ich geil. Nee, Denise kümmert sich ja immer um so Merchandise und so. Und deswegen haben wir immer wieder neue Kollektionen. Und das war damals so Kooperation mit Nike, als ich so ein bisschen da mit dem was gemacht habe. Und dann haben die uns die zugeschickt, wo hinten noch Coach draufsteht für alle die Coaches und so. Und deswegen haben wir alle Jacken gekriegt. Ja, Mann, ja, Mann. Was ich dich aber fragen wollte, Dragan, was hast du gemacht, als du 24 warst? Hast du mich schon das nicht mit 23, letzte Woche gefragt mit 23? Ja, ne? Ich freue mich in 12 Folgen, dann bin ich 36, dann weiß ich auf jeden Fall, was ich gemacht habe. 24, das war 2008 war das, ne? Boah, da habe ich meine Ausbildung beendet 2000. Ey, das ist ein geiles Ding, Alter. Was haben wir 2008 gemacht? Ich habe meine Ausbildung beendet zum Industriekaufmann. Krass. In welcher Firma? Wolltest du nicht sagen, ne? Ja, so ein Riesending hier ist egal. Muss nicht. Sonst geh noch. Ah, ja. Sonst müssen wir Werbung schalten, ja, offiziell. ne, 2008 habe ich die Werbung. Und mein Bruder hat geheiratet, weiß ich. Das war eine fette Hochzeit. 2008. Wo? Kannst du dich an 2008 erinnern? An 2008 explizit? Nee, Digga. Ehrlich gesagt, wirklich nicht. Da warst du. Helf mir doch mal eben, Alter. Da war ich 13. Wow, Alter. Heißt das, du hast 2006 die WM in Deutschland als Elfjähriger gesehen? Kann man so sagen, ja, Digga. Hast du da noch Erinnerungen dran an die WM 2006, das Sommermärchen in Deutschland? Jedes Mal, weil ich das Gefühl habe, dass mein Gehirn echt wie so ein Schweizer Käse ist, weil ich mich an ganz, ganz wenig Sachen erinnern kann, als ich noch jung war. Also Erinnerungen setzen erst so ein, als ich 15, 16 war. Okay, krass. Und irgendwie davor nicht so viel, ehrlich gesagt. Ist das bei dir, ist das anders? Ne? Nee, ist auch so eigentlich, aber ich war halt dann älter mit 2006, aber du hast recht, ich finde das total schade. Ich war jetzt mit meinen Kindern am Wochenende im Kino übrigens, wollten wir Sonic 2 gucken. Kennst du Sonic, diesen blauen Igel? Schnelle Füße hat. Ja, ne? genau. Ja, aber der ist ab 12 jetzt gewesen, voll mies, ey. Da muss man auch schnell umbuchen. Aber den ersten Teil, der war ab 6, den haben wir dann geguckt, der war auch super lustig. Kann ich nur empfehlen, auch für Ältere. Und da dachte ich mir, ey, guck mal, was die so machen mit in dem Alter, so, die erleben das als, aber die werden das wahrscheinlich alles vergessen. Das war so mein Gedanke. So, ne? Ja, das ist krass. Wie viele Sachen man erlebt hat als Kind, aber man vergisst es einfach. Das ist so schade. Ja, wäre geil, wenn man so ein Album hat, wo man so einfach ein paar Erinnerungen so reinmachen kann. Ja. Und dann, also klar. Aber heute ist ja mit Instagram und videodokumentarisch festhalten und alles, alle machen ja irgendwie was so, ne? Dann hat man ja auch mal so einen Rückblick vor 2, 3 Jahren. Selbst da denkt man manchmal, boah, krass, guck mal, das Event habe ich gemacht oder da war ich oder dieser Urlaub oder so, ne? Aber wie schön wäre das gewesen, oder was würde man dafür tun, um heute ein Bild oder ein Video zu bekommen, wo man so als Zehnjähriger irgendwo langläuft? So, weiß ich, weil das ist schon krass, Alter, dass die Erinnerung einfach flöten geht, Alter. Wenn meine Mutter mir jetzt das Album von früher zeigt, also ne, wo ich ganz klein war, 3, 4, 5 oder 1, was auch immer, ey, das ist schon crazy, weil ich das Gefühl habe, das ist immer ein anderer Mensch, der da auf dem Bild ist. Sieht zwar krass so aus wie ich, aber ich kann mich ja nur. Ja. Aber schön, dass Mama hat das noch. Barbara hat so Fotoalben, ne? Boah, nicht nur eins, Digga. Also bestimmt 10. Ja, geil, Alter. Ja, ey, ganz ehrlich, da sind wir der Generation, wir sind einfach eine richtig behinderte Generation, muss man einfach sagen, Alter. Wir haben gar nichts, wir haben alles noch im Handy. Geht das Handy verloren, ist das Ding weg, Alter. Mama. Ey, meine Mutter auch alles beschriftet, ausgedruckte Fotos. Das ist die Generation Oldschool, gefällt mir, Alter. Dann gehst du nochmal wirklich klassisch hin, halt, dann öffnest ein Fotoalbum zu Hause, das so, weißt du, irgendwo im Schrank liegt, weil es ja sehr unwahrscheinlich ist, dass das da wegkommt. Aber ein Handy, was wir jeden Tag irgendwie verwenden, das geht auch mal flöten so und dann ist ja alles weg, Alter. Wenn das nicht irgendwie Backup-mäßig gespeichert ist, aber selbst da sind wir wahrscheinlich schlecht aufgestellt. Machst du so Backups von deinem Handy? Nee, Digga, ich kriege jeden Tag auch von meinem Laptop irgendwie so seit 578 Tagen. Ich hab ein neues iPhone bestellt, vor 2, 3 Wochen habe ich irgendwann mal gepostet. Ich habe das noch nicht installiert. Das ist einfach, liegt einfach hier neu. Ich habe 2 neue iPhones, 13 hier.
weil ich gar keine Zeit und gar keinen Bock habe, dass ich mich um diesen Backup zu kümmern, weil ich glaube, man muss erstmal die alten Sachen irgendwie sichern oder so. Ich finde es ein bisschen auch complicated. Ja, so ein neues Handy bekommen, Hammer, ey, sofort alles stehen liegen gelassen, neues Handy einrichten, machen, so. Und ja, jetzt denkt man sich nur so, boah, gar kein... Ey, so echt, ohne Scheiß, ich habe das Handy wirklich jetzt, guck mal, liegen die einfach hier, Alter, ich komme einfach nicht dazu, die auszupacken, Alter, weil ich einfach denke, boah, ich muss mich um diesen Backup kümmern, da habe ich gar keinen Bock zu, scheiße, mein Handy funktioniert jetzt auch gerade. Naja. Wie war dein Wochenende? Du warst unterwegs, Alter, habe ich gesehen. Ja, Mann. So. Möchtest du darüber reden vielleicht? Die Leute wollen es wissen. Ich habe mich gewundert, auf einmal ist der am Meer. Ich denke mir so, was ist das für eine Elbe, Alter? Wo? War schon guten Ideen. Wo? Ja, die Elbe wurde ein bisschen größer. Ah. Wirklich krass, wir waren in Scharbeutz. In Polen. In der Ostsee. Wurde uns geschickt von den Mitgliedern von St. Pauli Athletic zu Weihnachten, Digga. Haben wir das war das, wo du das Geschenk angenommen hast. Wo du dich so geschämt, also so genau, geschämt Hotel hast, sag ich mal. Ich erinnere mich. Ja, genau, wo ich das Foto dir gezeigt habe, richtig, ja. Und da haben wir ein paar Sachen geschenkt bekommen zu Weihnachten, weil unsere Mitglieder so dankbar sind, dass wir da irgendwie so, ne, alles zusammengehalten haben und im Lockdown die Workouts und so weiter und so fort, bla bla. Ja, und dann auf einmal, Denise hat das gebucht an das Hotel und auf einmal war der Tag gekommen und ich gucke auf den Kalender und sage, ey, morgen fahren wir ins Hotel. Ne? Und boah, ich höre das Sound, das Alter, glaube ich, voll weg, Alter. Habe ich keine Termine. Echt? Ja, der war jetzt komplett weg. Also falls die Zuschauer das jetzt auch hören, wiederhole das am besten nochmal die letzten 20 Sekunden, 10 Sekunden. Ja, sorry. Eigentlich machen wir alles genauso wie sonst. Ja. Aufnehmen. Ich hoffe, dass das jetzt ist aber jetzt höre ich dich wieder gut. Wir waren in Scharbeutz. Perfekt. Denise hat das Hotel gebucht gehabt und dann auf einmal war der Tag gekommen, wo wir losfahren wollten. Sind dann nach Scharbeutz gefahren ins Hotel Belvedere, richtig geiles Hotel mit so einer Brücke, Übergang zur Ostseetherme mit, keine Ahnung, 20 verschiedenen Saunen oder so, glaube ich, mit so einer Panoramasauna, wo du direkt Blick auf die Ostsee hast. Also wirklich mega geil. Hatten da ein heftiges Hotelzimmer mit Zugang direkt zur Ostsee auch. Roke hat's, also unser Hund hat's, war mit. War ein Hotel, Hundehotel, so rum, und oder wo Hunde erlaubt sind. Und dementsprechend haben wir dann da am Strand diverse Spaziergänge gemacht. Ich habe nur gepennt, also Sauna morgens. Um 7 sind wir aufgestanden zum Frühstück. Nach dem Frühstück direkt in die Sauna, 3 Saunagänge, nach jedem Saunagang eine halbe Stunde geschlafen, dann eine Stunde mit Roke spazieren gegangen am Strand und sie ist da rumgepetzt, Alter. Roke und Sand und Meer und so ist schon Hammer, weil es wirklich einfach Kette losgelaufen, irgendwie Schnauze in den Sand gesteckt und Kopf geschüttelt, so keine Menschen da gewesen. Das war schon echt der Hammer. Habe ich noch nie so gemacht, so ein Wellness-Wochenende, so ein Wellness-Urlaub, und habe es echt voll genossen, aber war leider auch dann 3 Tage bzw. 2,5 Tage so schnell rum. Hast du gar nicht trainiert, also, ja? Boah, wir haben anscheinend Internetprobleme. Bitte? Wir haben irgendwie anscheinend Bitte? Internetprobleme. Wir zeigen uns auf jeden Fall. Ich hoffe, das wird sich jetzt irgendwie legen von alleine. Das hoffe ich auch. Aber war das jetzt so, dass du das komplett dass du da überrascht wurdest mit dem Termin oder was? Oder wusstest du das? Du hast es einfach nicht auf dem Schirm gehabt? Ich wusste das eigentlich. Denise hat das gebucht gehabt und natürlich mir Bescheid gesagt, weil, ne, so. Aber ich gucke halt immer nur, was jetzt gerade los ist. So. Ah, okay. Und war der Tag auf einmal da und dann sind wir losgefahren, so mäßig, weißt du? Ah, krass, geil. Aber ey, wenn du sagst, dass du so pennen musstest und so, also für mich so als alter Hase, ey, erfahrungsgemäß, zeigt es einfach nur, dass dein Körper das so voll gebraucht hat, einfach so. Du gefühlst alles so nachholst, was du in den letzten Wochen, Monaten gefühlt so nicht bekommen konntest. Nämlich einfach mal so Ruhe für dich, Schlaf und alles. 100%. War auch nach den Quarterfinals, ich habe so ein bisschen Handgelenksprobleme gehabt. Hast du erzählt, ja. Erzählt, genau. Und habe die letzte Woche auch nur so ein bisschen trainiert, so auf Maintenance. Und jetzt nach dem Wochenende einfach nur Bock und nur geil. So, ich habe auch jetzt alles vorbereitet bis zu den Semifinals. Habe ich hier so eine Waage, Zettel, alle Tage zum Abhaken, alle Sachen, die ich zu tun habe und machen muss. Oh, krass. Bis zu den Semis. Schreibe jetzt jeden Tag hier Erfolgstagebuch, Digga. Und dementsprechend jetzt bin ich wieder am Start. Stark, Alter. Ja, fett, Alter. Aber das kann man mal sehen, dass manchmal auch diese Recovery-Days, wo man sich so zurücknimmt und man nichts macht, gefühlt, super. Also das ist ja diese Beschreibung der lohnenden Pause, ne, die Superkompensation und so.
dass man halt daraus dann wieder mehr Energie schöpft und sich einfach mal mit neuer Energie so zurück bamst, Alter. Und dann geht's voll voraus so. Ich habe mich echt gefragt, wie lange du das auch so mit dem Tempo so halten willst, jeden Tag Training und so. Ich glaube, wenn man so zwischendurch mal alle 3-4 Monate mal sowas einbaut, ach, vielleicht auch frühere Intervalle, wird es dir auch gut tun, Alter. Aber du bist ja auch so businessmäßig im Kopf, Alter. Du denkst dann auch die ganze Zeit wahrscheinlich auch an die Box und so, also sich komplett mal frei zu machen. Aber du hast ja ein gutes Team in St. Pauli, die das dann einfach übernehmen. Eben. Am Ende kommst du wieder und am Ende der Rubel läuft, die Box läuft. So, du musst ja eigentlich, klar macht man sich Gedanken, aber ich glaube, dass du dir keine großen Gedanken machen musst. Mit so einer guten, genau, mit einem guten Staff. Ein paar Calls muss man zwischendurch noch machen, mit ein paar Leuten muss man sprechen und so, ne? Habe ich Remote Calls natürlich auch gemacht und programmiert habe ich auch dann da, aber ja. Wenn du an der Ostsee-Therme sitzt mit dem Laptop, Blick auf Ostsee und programmierst, ist halt eine andere Nummer, als wenn du im Büro sitzt, alle 2 Minuten jemand klopft und wieder irgendwo, dann ist das schon ein Unterschied. Und wie du schon sagst, ne, hat man halt dann seine Leute im Rücken und weiß genau, was. Ja, dass das alles läuft und man dann da mal 2 Tage sich rausnehmen kann, ist schon ziemlich cool. Und ich hatte auch einen Call mit John Singleton von The Program, kennt der ein oder andere vielleicht von Mallorca. Da fliege ich jetzt am Sonntag hin. Da am Sonntag geht's nach Mal. Er hat mich eingeladen zum The Program Semifinal Camp. Da bin ich vom 10. bis zum 17. und mache da so ein bisschen Vorbereitung für die Semis. Geil, Alter. Mit den Mädels, mit Christoph Horvath, mit Solar Sigurd dort hier, mit Gabriela Migala. Jacqueline Dahlström ist noch da, da hat er gesagt. Lädt er die alle ein oder was? Ja, genau, das ist ein The Program Camp und da hat er gesagt, du hast Potenzial, komm doch mal vorbei, wenn du Bock hast. Und dann darf man fragen, so, also wie läuft das ab? So, zahlst du dafür was oder ist das dann so eine Einladung? Oder? Das ist eine Einladung, genau. Aber was hat er davon? Was er davon hat? Ja. Ich gehe mal stark davon aus, dass er will, dass ich Werbung für The Program mache. Also wenn ich jetzt dem nächsten The Program Post mache oder wo ich sage... Ach so, okay. Okay. Dann sage ich das, aber natürlich mache ich Compete, Digga. Natürlich, Alter. Ja, krass, Alter. Also bist du eine Woche Malle. Ey, ohne Scheiß. Ich habe die Tage, als dieser Wetterumschwung hier war, bei euch hat es ja voll geschneit in Hamburg. Krefeld hat es Gott sei Dank noch nicht erwischt, aber ey, also Schnee ist ja was Schönes auch, so wenn man so sieht, aber so diese Wetterlage, so kalt, nass, eklig, so. Das gibt auch ein ekliges Lebensgefühl, finde ich. So, ne? Bei mir ist das ganz stark zusammenhängt, das zusammen so mit gutem Wetter und gute Laune und so. Jetzt hast du gerade diese Ostsee beschrieben. Es ist so ein Umstand, wo man sitzt, wo man arbeitet, unter welcher Atmosphäre, welchen Klimabedingungen. Der Gedanke, Alter, dass man zum Beispiel jeden Tag Sonne sieht, so, vielleicht idealerweise noch irgendwo am Strand, wo man noch eine kalte Brise erwischt mal oder so ins Meer gucken kann, so einen weiten Blick. Ey, das macht so viel Lebensqualität aus, ne? Ey, Dragan, crazy. Erster Tag, als wir da waren, Ostsee, war grauer Himmel, richtig heftiger Wellengang, ne? So richtig hohe Wellen. Das war so ein bisschen stressig, Alter. Zweiter Tag, Sonne, wir sind aufgewacht, Sonne, noch wellig, aber viel ruhiger als den Tag davor. Dritter Tag, Alter, wir saßen am Frühstückstisch, komplett Sonne und komplett ruhige See und blauer Himmel. Da habe ich gemerkt, so, uff, was für ein Unterschied, wenn das jetzt heftige Wellen sind und ja. Wolken oder wenn ruhige See ist. Und da sind halt auch Häuser direkt an der Ostsee, die dann oben stehen und den Blick auf die Ostsee haben. Habe ich auch gesagt zu Denise, ey, überleg mal, wenn du hier wohnst, was das Meer für mit deiner Stimmung macht. Ja, Mann. Krass. Und genau das ist halt auch, wie du schon sagst, ne? Als es geschneit hat, ich bin aufgewacht, irgendwie war das cool so. Sehe ich die Kinder, wie sie Schneebälle holen und Schneebälle werfen oder einen Schneemann bauen und so. Cool. Dann Tag später alles geschmolzen, alles nass, alles schmutzig und alle wieder so eine Fresse gezogen. Ja, Mann. Habe ich auch gedacht, so, oh nee, Digga, jetzt muss ich mit Broke durch den Regen gehen und so, macht gar keinen Bock mäßig. Und das ist schon ein riesiger Unterschied, was das Wetter mit einem macht. Safe, Alter. Also dieser Wetterumschwung hier ist extrem. Jetzt fest nach Malle, da wirst du auch nochmal geil tanken, so, das ist auch essentiell. Wenn man überlegt zwischendurch doch mal, Alter, wieso ist man eigentlich hier? So, das kam jetzt auch so bei uns irgendwie so, wieso ist man eigentlich hier? Weil man halt hier geboren ist und dann ist man hier, aber du hast ja auch schon mal erwähnt, so dieses, der Gedanke mal wegzuziehen oder so. Da haben wir wahrscheinlich nicht immer die Eier zu, ist natürlich immer nicht so ganz einfach, aber Digga, Alter, da gibt es Menschen draußen, die leben einfach jeden Tag gefühlt so unter der Sonne, so voll die geile Atmosphäre, dass die Laune und die Arbeitsleistung, Performance wahrscheinlich mitsteigt, ist einfach klar. So, ne? Naja, aber guck mal, musst du so sehen, wir haben hier auch extrem viele Vorteile, ne, mit diversen Dingen, also einfach Infrastruktur, Sozialleben und so weiter und so fort. Wenn du im Süden wohnst, in, ich sag mal jetzt Spanien,
ist nicht immer gesagt, dass alles besser ist. Weißt du, was ich meine? Also ja, ja, das ist mir ist das natürlich auch bewusst. Man sieht immer diese Sonnenseite, so, aber auch da die Schattenseite im Winter ist da auch wirklich tot und dann chillt man. Aber man kennt diese Urlaubsziele, sag ich mal, auch nur im Sommer, wo man halt hinfährt zum Peak. Genau. Aber es ist halt so, wenn du jetzt im Sommer hier abhängst und du hast halt nur Regen, ist halt irgendwie auch kacke so, ne? Aber ich gebe dir natürlich mit anderen Sachen auch recht, Infrastruktur und so Gesundheitssysteme allgemein, so wie das hier funktioniert, ist schon, da ist man irgendwie abgesichert und da fühlt man sich auch wohl so mit, ne? Ja. Aber so USA oder keine Ahnung, Alter, so Länder, die vielleicht auch irgendwie gute Küste haben. Also es gibt auf jeden Fall, glaube ich, schon, es gibt auf jeden Fall schon schöne Orte auf der Welt, so, wo man beides bekommen kann. Aber vielleicht muss man das noch so ein bisschen rauskriegen, wo das ist. Und naja, ja. Du fährst nach Malle. Geil, Alter. Wir hören, also das heißt, nächste Woche Podcast dann aus Malle oder was? Oder? Ja, wir gucken mal, wir kriegen das schon hin, da sprechen wir nochmal. Ja, schön. Kriegen wir hin. Ganz kurz dazu nochmal, ich habe einen Kumpel, beziehungsweise Kumpel, früher war er Kunde, mittlerweile ist er Freund und Kunde irgendwie. Quotenwilli heißt der, könnt ihr mal auschecken, der macht immer Sportwetten, der ist jetzt gerade in Mexiko zum Beispiel, haben wir vorgestern noch telefoniert. Quotenwilli? Ja, der verdient sein Geld mit Sportwetten, Digga. Der hat so Gruppen, wo er halt Sportwetten reinpackt und jeder, der in der Gruppe ist, bezahlt halt dafür, in dieser Gruppe zu sein und auch die Sportwetten setzen zu können. Ultra interessanter Typ und ja, der ist auf Zypern, in Mexiko, in Spanien, der ist immer überall unterwegs, macht halt alles von online aus, aber ist auch aus Hamburg und dementsprechend ist das halt zum Beispiel auch so ein Modell, was man machen kann, aber er ist halt auch wirklich viel unterwegs, ne, und da musst du halt auch mit gut klarkommen und das mögen, dass du halt wirklich immer unterwegs bist und ja, nicht wirklich einen Ort hast, wo du sagst, da bin ich komplett zu Hause, weißt du, ich meine? Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Ich sehe gerade auf der Seite von ihm, interessant auf jeden Fall. Man, wie gesagt, ich glaube auch die Leute, die das dann haben, werden natürlich auch, das ist so wie Kohle, jeder, der wenig Geld hat, wünscht sich dann irgendwie maximalen Reichtum oder so, dass er halt einfach rauskommt aus seiner Situation und wenn er das dann hat, dann beschreiben es wieder die Leute, die es dann haben, ey, ist auch nicht alles und ist auch, also man sucht wahrscheinlich immer das, was man nicht hat. Ja, das sowieso. So sind wir. Und wenn man es dann hat, dann findet man eh wieder eine Möglichkeit, das auch schlecht zu reden oder man sucht wieder was nach was Neuem, so, ne? Ja, Mann. Wo warst du unterwegs am Wochenende, Digga? Ich habe da was gesehen. Erzähl. Ja, ich war wieder unterwegs. Recklinghausen war das. CrossFit Recklinghausen. Hier die Marlene, Grüße an der Stelle, die Schwedin, hat mich angerufen, 2 Tage vor, also an dem Donnerstag irgendwie. Das war mir also vor einer Woche gar nicht bewusst, dass ich das machen werde, aber sie brauchte dann schnell einen MC und da habe ich gedacht, ja komm, machen wir. Ist ja auch nicht weit von mir hier, 40 Minuten oder so. Also Recklinghausen, Krefeld ist so Pott irgendwie, wobei Krefeld kein Pott ist, Krefeld ist so Niederrhein. Und da war ich Moderator. War cool, Alter. Erstes Event dieses Jahr für mich und habe ich gut gemacht, glaube ich, wieder mal. Waren viele bekannte Gesichter, viele neu kennengelernt, das ist ja echt mal interessant so, ne? Aber der große Tenor ist einfach so Bock auf CrossFit, Bock auf Competition. Das war auch, glaube ich, Freedom Weekend, Alter. Das heißt, keine Maske. So. Hast du vielleicht auch schon mitbekommen, so, dass es so jetzt, ja, ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist? Wir in Hamburg müssen noch, Digga. Wir sind Hochrisikogebiet oder so noch, keine Ahnung, wir müssen ja, immer krass. Noch Maske machen. Ja, krass. Ich war gestern so Dings Supermarkt. Ich sehe die ersten so voll. Ich habe eine Maske aufgesetzt. Ich denke mir so, was ist das denn, Alter? So, da sehe ich ein paar. So nach dem Motto, Polizei, so hat man das Bedürfnis, so zu sagen, so, also im Kopf ist ja immer so schnell so diese Signalempfangsstruktur, so, da ist was nicht in Ordnung ist, so, ne? Ja. Dann checke ich, dass das nicht mehr, dann habe ich, ja stimmt, da war doch was, habe ich auch ausgezogen. Ja. Also muss ich sagen, so auch, also so Latte, so was jemand denkt und sagt, aber für mich ist so, sobald ich die Maske ausziehen darf und nicht muss, ziehe ich die auch nicht an. So. Ich habe gestern noch Nachrichten gehört, viele, viele Leute in Deutschland tragen trotzdem noch Maske. Ja, genau so. Da gibt es eine Umfrage, irgendwie 2/3 der Menschen werden noch Maske tragen, obwohl sie nicht müssen. So. Ja. So. Ich will das auch nicht mal großartig kommentieren, warum du Esel noch eine Maske trägst. So. Aber ich möchte sie dann nicht mehr tragen. Habe sie jetzt lange getragen, so, ich bin jetzt auch genesen und so letzten Endes soll das jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube, dem Immunsystem tut es auch mal gut, mal die einen oder anderen Virusbazillen abzubekommen, damit der auch mal wieder selber arbeiten muss und nicht immer alles darauf ausgelegt ist, mit Handschuhen und Masken bei sich zu schützen.
Aber wie gesagt, das ist jeder selbst überlassen. War auf jeden Fall auf dem Event auch halt so ein bisschen freier. Man merkte halt, da Corona oder irgendwelche Regelungen gab es da gar nicht. Das war wieder so ein gewisses Feeling von früher. Alle sind nah beieinander und so. Natürlich man sieht hast auch einfach die Emotionen, ne? Bitte? Man sieht die Emotionen noch einfach, ne? Wenn immer nur hier vor dem Gesicht was ist, ist ein Riesenunterschied. Vor allem voll, Alter. Voll. Allein jetzt schon, wie du da deine Hand vorgehalten hast, war jetzt schon wieder so, man sieht diese Augen, wenn du jetzt noch eine Mütze auffasst, da ist mir auch was Letztes aufgefallen, es ist voll krass, so ist ein ganz anderes Thema, aber man hat ja vor immer schon irgendwie auch das Thema gehabt, so Verschleierung bei Frauen und so, ne, war ja immer irgendwie in allen Ländern immer mal Thema, so, ne, darf man das, darf man nicht, bei an Tankstellen ist es ja nicht erlaubt gewesen, mit dem Helm in die Tankstelle reinzugehen, so. Aber mit der Maske hat sich das alles komplett auch gewandelt, dass alle es völlig akzeptieren, dass man komplett vermummt halt rumläuft. Ne? Also wenn ich eine Maske anziehe und eine Mütze, man sieht nur meine Augen, ist es ja eigentlich nichts anderes als eine große Verschleierung. So. Ja. Und plötzlich war das halt immer hinfällig, das Thema. Naja, auch ein ganz anderes Thema, wie gesagt. Aber da spielt halt echt, ja, wie du sagtest, so dieses freie Gesicht spielt für mich, ist schon wichtig. So. Ich mag das, wenn ich das ganze Gesicht sehe, wenn ich mit den Emotionen so ein bisschen spielen kann oder auch sehen kann, ob wie reagiert er, wie tickt er so. Ja. Und für meine Kinder freue ich mich. Was würde Kollege jetzt antworten? Wie tickt der? Wie tickt der? Ja, grundsätzlich auf Kilobasis. Mois. Ja, genau. Hätte ich jetzt gesagt, dass du darauf kommst, Digga. Grundsätzlich auf Kilobasis, Mois, Alter. Ja, krass. Nee, aber Event war nice. So ein paar Kleinigkeiten, die man halt auch da, ne, war eigentlich eher so kein Throwdown, so in dem Sinne. Ich denke mal, so wie St. Pauli auch, das ist auf einmal am anderen Niveau. Aber da war auch ein 3-jähriger Geburtstag dahinter, den hat man einfach so kombiniert und daraus was gebastelt. So. Okay. Aber ja. Gevloggt wurde auch, also wenn ihr Bock habt, schaut euch mal so Behind the Scene an, kommenden Sonntag dann dazu. Geil. Genau, das war mein Wochenende. Boris Behnke war da, Alter. Was für ein, muss ich sagen, Alter, was für ein feiner Dude, so starker Athlet, ist dann mit seiner Freundin angetreten. Wäre das was für dich, Alter, einfach mal mit Denise mal so ein Team-Competition zu machen? Haben wir schon überlegt, ob wir Battle the Beach zusammen machen, Digga. Aber ja, warum nicht, ne? Kann man auf jeden Fall machen. Ja. Wann denn, also Boris Behnke, definitiv feiner Kerl, war auch, ich war schon ein paar Tage her, Digga, zum Shooting bei St. Pauli Athletik noch. Cooler Typ. Wie waren denn die Workouts? Sag mal ganz kurz einmal Übersicht, wie viele? 3 Workouts für einen Tag, alle haben alles gemacht. Es gab Skate und RX. Und die Marlene, ich habe sie persönlich nicht gekannt so, aber man kennt ja dann doch, man weiß ja so, wer das ist und was sie so macht. Und die ist, glaube ich, auch schon lange in der Szene. Hat die Workouts auch gut programmiert, die passten auch. 3 Workouts halt so, ne? Okay. Ja. Also Krafttest, Endurance-Test. Genau, es gab so einen 800-Meter-Run als Team und dann musst du reinkommen und dann hast du nur eine Minute Transition, dann musst du das Max-Snatch-Komplex irgendwie Hang-Power, also so ein Hang-Squat-Snatch und so Power-Snatch irgendwie so als Komplex machen. Boris hat natürlich gewonnen mit seiner Freundin. Ist natürlich okay. So, also da gab es keine Quali, also man wusste halt nicht, wo man steht, aber wenn Boris Behnke irgendwo auftaucht, so dann ist es schon so, dass er auf jeden Fall auf dem Podium wahrscheinlich kämpft. Ich soll auch schöne Grüße bestellen. Er hört auch diesen Podcast, sagt er. Und das ist auch wieder Wahnsinn, muss ich einfach sagen. Ich sage es immer wieder, ist mir egal, ob ihr genervt seid davon, aber ich glaube das manchmal gar nicht, wer diesen Podcast hört. Du denkst einfach so, dieser Typ wird nicht mal wissen, wer ich bin. Und dann kommt er und sagt so, ey, ziemlich geiler Podcast. Und ich denke so, ey, krass, so... Okay, cool, danke dir, aber ich hätte das nie gedacht, also vom Wesen her vielleicht manchmal, weißt du, wo du das Gefühl hast, ne Mann, Alter, der wird mit mir und mit meiner Dings nichts zu tun haben wollen, aber vielleicht hören die auch wegen dir, keine Ahnung, auf jeden Fall, dann feiern die den und dann ist es auch eine nette Sache auf jeden Fall. Also vielen Dank an alle, die uns immer wieder mich anschreiben oder mich auch konkret ansprechen auf dem Wettkampf oder so, Props gehen raus, dankeschön. In der Box auch von Leuten, wo ich halt auch denke, so, ne, Quatsch, die hören auf keinen Podcast, weißt du, weil die halt so, ich sag mal, voll im Leben stehen mäßig. Ja, so, oder, ja. Und dann sagen die irgendwas so, ja, übrigens, viel Spaß beim Wellnesswochenende oder jetzt als Beispiel, ne, oder, oder hoffe, du schläfst bald besser, weil ich im Podcast mal gesagt habe, dass ich schlecht geschlafen habe, irgendwie sowas, ne, ich sag, ja, weißt du denn, dass ich schlecht schlafe, Digga, stoppst du? Nein, ich höre deinen Podcast so. Ich sage, ach krass, Alter, ich muss echt manchmal aufpassen, was ich sage, Digga. Ey, das ist wirklich so. Ich habe da jetzt auch, ich glaube, bei den Namen, glaube ich, Daniel oder so, aus Hört, falls du das hörst, Grüße.
Er hat mich angesprochen wegen den Riegel von Ahead, die wir beworben haben. Meinte er so, ich wollte die immer schon testen. Ich hatte die dabei, ich habe da ein bisschen verteilt. Dann meinte er, ja, du Mo, habt ihr den Podcast erwähnt? Und dann dachte ich, du hast die so beschrieben, dass ich unbedingt kaufen wollte. So, aber man will die einmal doch mal testen. So, ne? Und dann denkst du ja so, krass, dass die das so wahrnehmen, die Leute, das, was du sagst. Also das, was wir sagen, ist natürlich auch irgendwo fast schon für die Ewigkeit so, weil Internet vergisst nicht und so. Naja. Wo wir schon mal Riegeln sind, Digga, sind wir natürlich auch wieder bei dem Thema Werbung. Oh ja, wir schalten natürlich auch wieder hier eine spontane Werbeeinheit rein. Dankeschön an die Jungs von Ahead. Ey, Mo, sehen wir uns am Wochenende eigentlich? Mal gucken. Stute, mach keinen Scheiß, Alter. Ich muss kurz auflösen einmal, Dragan. Philipp hat ja eine E-Mail geschrieben, einen wunderschönen guten Morgen vom Jungfernweg. Letztes Mal habe ich dich so ein bisschen auf den Zaun getrieben, kann man sagen, glaube ich. Ja. Ich habe immer wieder hin und her gefragt, so Jungfernweg oder Jungfernstieg, weißt du? Was habe ich gesagt? Du hast Jungfernstieg letztes Mal gesagt, vorletztes Mal hast du aber Jungfernweg gesagt. So. Okay. Und dann hast du letztes Mal gesagt, Jungfernstieg, dann meinte ich, hey, das heißt Jungfernweg. Und dann meintest du, ach ja, stimmt, ja, Jungfernweg, aber es heißt natürlich Jungfernstieg. Ahnst du? Aber er schreibt doch gerade Jungfernweg. Ja, das ist Verarschung wegen mir. Der verarscht dich, ja. Verarscht er mich, Alter, beim eigenen Podcast? Verarscht er Philipp mich? Ja, aber ich habe dich ja auch letztes Mal verarscht, deswegen verarscht er auch. Grüße dich. Okay, genauso. Mann, Alter. Okay, verarscht mich alle. Ja, ja. Also, Werbung. Ahead. Wir haben letztes Mal schon gesagt, Riegel bestellen. Am besten mit dem Code Dragan. Mit dem Code Dragan, der schlecht. Bratletik 15 natürlich. Ja, stimmt. Und du hast am Wochenende Bratletik 100 gemacht, ne? Oder Dragan 100. Da gab's ja, einen. Das war bei Voss, habe ich dann gesagt. Ah. Hier, wer Bock hat, kann mich ansprechen. Das müssen wir. Piep, 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 piep. Ja, Mann, wir wollten mal eine Sache besprechen, und zwar Mo und ich sind ja irgendwie auch immer ständig unterwegs. Mo, primär natürlich als Athlet, wir wissen es so, du bist offiziell auch, kann man sagen, ne, der fitteste Athlet 2022. Wo? In Deutschland. Nee. Warum? Noch nicht, weil Jan Arndt Finkenberg und ich sind beide in den Semifinals. Das heißt, es sind zwei deutsche Athleten in den Semifinals. Es sind zwei deutsche Athleten. Ja, wenn er in den Semis jetzt besser abschneidet als ich, wird er der Fitteste sein. Wenn ich besser abschneide, wird ich der Fitteste sein. Ah, okay, das check ich jetzt, weil für mich war so, ja, okay, krass. Ja. Also, du bist noch nicht offiziell der Fitteste 2022. Absolutely correct. Dafür werden wir aber uns einsetzen und kämpfen, damit du es wirst. Du sprichst übrigens mit dem 5 fittesten Europäer, Digga, ist jetzt offiziell das Leaderboard, Digga. Und mit dem 26 fittesten weltweit Athleten, Digga. 26. Mashallah, ist das gut? Aber das ist ja noch nicht offiziell, Alter. Doch, das ist offiziell. Also, ja, aber das wird sich auch wieder entscheiden, oder nicht, mit den Games und so, oder nicht? Ja, aber Standpunkt jetzt, 26. Standpunkt heute, meine Damen und Herren. Der 26 fitteste Mensch auf der Welt ist in diesem Podcast. Woo! Mashallah. Geil. Also, Mo ist natürlich viel unterwegs als Athlet. Demnächst, am Freitag werden wir auch dein Ding sehen, ne? Deine Auslosung oder so, für in welchen Throwdown du kommst. Hat CrossFit auch wieder sehr, sehr geil gemacht, weil ich habe in meinem Spam geguckt so und zufällig eine Mail vom CrossFit gesehen, wo ich halt sagen musste, ob ich da überhaupt hinreisen kann, bla bla. Und wenn man diese Mail nicht beantwortet, dieses Survey heißt, glaube ich, Fragebogen, mehr auf Deutsch, ja, keine Ahnung. Ja. Krass, meint der krass. Und dann habe ich das ausgefüllt, aber stell mal vor, Digga, du hast dich für die Semifinals qualifiziert, so, findest diese Mail in deinem Spam-Ordner nicht und dann bist du einfach raus. Ahnst du, was ich meine? Ja, klar. Ja, ja, genau. Und bei allen war das wohl im Spam-Ordner, so mit allen, denen ich gesprochen habe zumindest. Ja, auf jeden Fall so. Aber wie du schon sagst, Ahead, ich bin unterwegs, auch wieder Sonntag auf Malle. Und was überlege ich mir da mitzunehmen? Und da habe ich immer schon im Podcast auch gesagt. Ich packe meinen Koffer. Genau so. Konstanz ist der Schlüssel zum Erfolg, sage ich da. Boah, und welches Buch hast du zitiert, Alter? Jetzt hätte ich gerade fast was Falsches gesagt, aber Gott sei Dank habe ich es nicht getan. Sag einfach immer Bodo Schäfer. Immer Bodo Schäfer, die 30 Gesetze der Gewinner. Genau, und Konstanz meine ich auch mit die Routine beibehalten, und dementsprechend packe ich zum Beispiel auch mit in meinen Koffer meine Kopfhörer,
Aber eben auch all die Dinge, die wir hier schon öfter im Podcast angesprochen haben. Also ich nehme auf jeden Fall Bright Mood mit, ich nehme Basis mit. Ich nehme die Basis mit, damit ich immer die Omega-3-Tabletten mit am Start habe. Weil Omega-3 ist das Wichtigste. Der Dragan hält das gerade in die Kamera. Da können wir dann die Basis-Tabletten nehmen, zusammen mit dem Bright Mood und vielleicht auch die Protect-Tabletten. Wenn wir die drin haben, dann haben wir gar kein Problem mehr mit dem Darm und auch nicht mit der Regeneration. Und wir haben gute Laune, auch wenn das Wetter nicht so gut ist. Deswegen Bright Mood immer reinhauen. Alles klar, danke. Böse sprach die Möse, Alter. Ey. Ja, aber es ist wirklich so, also wir sind ja unterwegs, ich bin jetzt wieder auch mehrfach, da können wir auch noch drüber sprechen demnächst mal, da kam jetzt übers Wochenende und so auch ein paar Anfragen für Moderieren und wo ich bin dieses Jahr und so. Und für mich als MC natürlich super wichtig, du brauchst ja Leistung, ne? Du musst ja performen können, ich aber auch, aber anders. So, ne? Ich muss ja sehr, sehr viel Wortakrobatik, so eine Stimmung, Motivation mitbringen, also eine Flachpfeife, die dann so ja, Schluck Wasser in der Kurve als MC ist, ist ja immer schwierig, weil er ist ja dafür verantwortlich, Stimmung zu verbreiten. So. Das heißt, für mich habe ich auch diese Woche dann echt gemacht, ich bin sehr früh aufgewacht übrigens, Alter, ich war um 5.30 Uhr, guck mal, da habe ich auch gedacht, Mo, das ist Mindset, oder, Digga? 5.30 Uhr wach werden, vor dem Event noch trainieren, damit man sich selber auch noch pusht und dann irgendwie um 7.30 Uhr schon losgefahren Richtung Recklinghausen. Also innerhalb von 2 Stunden morgens vor 7.30 Uhr noch trainiert, geduscht, gegessen, losgefahren. Gut? Rock steht jeden Morgen um 4 Uhr auf und trainiert um 5. Wer? The Rock. Scheiß mal auf The Rock, ihr Selleme. Ich gebe dir meine, wenn ich will. Same. Nein, auf jeden Fall. Ja, bitte. Du musst auch so fit sein wie ich manchmal, weil wenn du ein Kabel tragen musst, dann brauchst du auch starke Arme, richtig? Für Mikrofon. Du kannst dich schon mal dran gewöhnen. Ich schwöre dir eins, wenn ich St. Pauli-Battle komme und das Mikrofon mit Kabel, Alter, walla, ich drehe um. Walla, ich mach U-Turn mit VW Touran. Ja, klar, Digga. Okay, ich habe übrigens vergessen, ich nehme noch das Sleep Spray auf jeden Fall mit nach Malle, Digga. Aber musst du aufpassen, Madeleine hat gesagt, dass es nicht in Ordnung ist. Aber hab ja kein Wettkampf. Stimmt, Alter. Was ich aber wirklich für mich so erkannt habe, und das hat so einfach so einen direkten Einfluss auf meine Laune, ich habe so eigentlich immer gute Laune, aber es gibt natürlich auch die Tage, wo man eher denkt, das ändert sich bei mir ganz schnell mit Bright Mood. Check das mal ab, B12, B6-Komplex und so, ihr wisst doch Bescheid, Leute, ihr wisst doch besser als ich. Ich bin doch hier der Spaß vom Dienst, der gar keine Ahnung hat von Wissenschaft, aber ich weiß, dass diese Kapseln mir helfen, Bright Mood für gute Laune, baller ich mir morgens, gerade wenn ich so unterwegs bin, kommen die Dinger mit und dann habe ich einfach ein good feeling, you know what I mean? Zitat Dragan Bantic, 5. April 2022, 9.37 Uhr, ich bin hier der Spaß vom Dienst, merkt euch das. Naja, auf jeden Fall gehört das alles zu unserer Morgenroutine. Mo und ich haben das mehrfach schon beschrieben. Check das mal sehr, sehr gerne ab. ahead-nutrition.com mit dem Code. Mo, willst du dir mal sagen, den Code? Vielleicht kaufen die Leute dann nochmal eher. Kauf den Code DRATLETIC15. Gib den ein, hast du gespart. Werbung, Ende. Tschüss. Ende im Gelände. Und jetzt sagen wir uns noch ganz kurz, was planst du denn diese Woche, lieber Moritz? Außer, dass du nach Malle fährst. Ist da noch irgendwas anderes geplant? Ey, es ist jeden Tag was geplant. Gestern, ne, ich kam Sonntag wieder aus dem Urlaub. Und gestern war ein sehr, sehr langer Tag. Morgen um 8 Uhr habe ich Laufintervalle gemacht. Dann hatte ich Remote Calls. Dann hatte ich einen Call mit Franziska Höger. Dann habe ich gesaugt, dann habe ich Mails gemacht, dann hatte ich Wochenmeeting mit bester Mann Arne, dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch, dann habe ich zweites Training gemacht, dann hatte ich einen Remote-Call, dann hatte ich eine Probe-Class mit Chris, unserem neuen Coach. Dann habe ich auch selber gecoacht von 18 bis 21 Uhr und dann war ich zu Hause. So sieht jeder Tag aus. So sieht jeder Tag aus. Aber sag mal, welcher Chris? Immortal oder was? Nee. Chris von, nicht Koi Vienna, der kommt aus Österreich. Hat mal bei Nocco gearbeitet, ist auch zum Beispiel bei Jam Fitness Athlet und der war auch gerade auf Malle Quarterfinals mit Franziska. Und jetzt ist er in Hamburg. So wie heißt der Insta-Kanal? Chris. Der ist einfach Chris. Einfach okay. Chris. Aber eine Frage habe ich ganz kurz über Franzi. Vielleicht kannst du mir die beantworten. Der Coach von ihr, ist das nicht irgendwie Jam Gym? Gym Fitness? Flo Knaus. Was? Flo Knaus. Und wie heißt die Seite da, dieses Programming? Jam Fitness. Ist sie also gar nicht bei dir? Wie bei mir. Bei Compete?
St. Pauli Compete nicht, nee. Franzi Höger wird von Flo Knaus. Okay, okay, weil dieses Jam, Gym, Fitness, das habe ich irgendwie wahrgenommen auch bei der Anna? Anna Quost. Anna Quost? Ja. Da war er auch selber auch mit von der Partie bei den Games und war da vor Ort, so, ne? Genau, der das fand ich nice. Aber ich habe das nie so richtig mitbekommen, wer das genau ist, wer die Person dahinter ist. Und da habe ich gesehen, Franzi ist auch da, ne? Aber du, sie ist nicht bei dir. Nee, Franzi das war mein. That was my question still. Okay. Ich habe einige Dinge in Dragans Kopf geklärt, kann man sagen. Ja? Aber ein paar Sachen geklärt. Aber nee, schön. Aber es kriegt, schreibst du dann so Sachen wie, ich staubsauge deine Wohnung, schreibst du das mit in deinen Kalender? Ich habe nicht meine Wohnung gestaubsaugt, ich habe die Fabrik gestaubsaugt. Weil ah, okay. Okay. Und das hast du dann so, hast du einen Timeslot von 30 Minuten zum Saugen? Genau. Habe ich hier stehen, Mo, Fabrik saugen um 12 Uhr. Nee, Entschuldigung, um 11 Uhr. Weil Arne im letzten Meeting gesagt hat, ich habe keinen Bock zu saugen. Habe ich gesagt, ich habe Bock drauf. Einfach mal Kopf aus, Dinger. Irgendeinen Podcast rein, Nachrichten rein. Und einfach nur diesen blöden Staubsauger über diesen blöden Boden ziehen, Alter. Jeden Montag eine Stunde, manchmal eine halbe, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Das ist das Geilste, was du machen kannst, Alter. Weil Staubsaugen ist so befriedigend, wenn danach alles sauber ist und du hast gesehen, was du geschafft hast. Anstatt am Laptop zu sitzen, ganzen Tag zu programmieren, zu machen, zu tun, dann machst du ihn zu und siehst das nicht, was du geschafft hast. Ja. Wenn du es gesaugt hast, dann siehst du geil. Das ist geil, ne? Das finde ich auch cool. Das einzige Behinderte an der Scheiße ist, nämlich, Mo, dass es nach 2 Stunden wieder dreckig ist, Digga. nicht nur eine Nacht später, sondern einfach, da kommt der Nächste mit Chalk-Eimer und macht Burpee, chalkt seine Hände ein, weil er Chest-to-Bar machen muss und macht dann aber vorher so 50 Burpee-Overbar. Ja, und du denkst, mach das doch nicht jetzt. Ich stand 20 Minuten bestimmt da und habe die ganzen Kreidehände immer. Ja. Warum ist das so, dass man irgendwas, was man neu gerade errichtet hat oder neue Schuhe oder irgendwas Neues, was man bekommen hat, nicht dreckig machen will? Weil es ist ja eigentlich eh nur ein Nutzgegenstand. Man ist ja einem bewusst, dass es eh irgendwann irgendwie dreckig wird. Aber man nicht sofort das dreckig haben will, das ist eigentlich dumm. Weil ich sag mal, je später, desto besser, ne? Nicht, dass man daraus dir noch einen Strick dreht. Ich will keinen Strick gedreht. Yes, geil. Also diese Woche bist du dann am Sonntag auf Malle und bis dahin wirst du noch irgendwie deinen Terminkalender abarbeiten. Eigentlich wollten Denise und ich ins Kino gehen, ne? Weil wir seit 5 Jahren war ich nicht im Kino. Ja. Mein letzter Kinofilm war Honig im Kopf. Und ey, das war Honig das im Kopf. Das war doch der Typ mit dem mit der Demenz, ne? Der genau. Wie heißt der Schauspieler? Dieter Hallervorden. Dieter Hallervord. Super. Dude, super Schauspieler. Ich weiß gar nicht, wann der ins Kino. 2014. Boah, was? Genau, da war ich. 8 Jahre nicht im Kino, Alter, oder was? Bitte? Du warst 8 Jahre nicht im Kino? Das war der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe. Also ich glaube ja. Das ist krass. Guck mal, da geht's ja um Demenz und so, ne? Ja. Und als ich im Kinofilm war, komme ich raus und dann hat meine Mama mich angerufen, dass meine Oma verstorben ist, Alter. Und die hatte richtig stark Demenz. Und das war so ein. Hast du denn deswegen auch geguckt? Nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe in dem Film so geheult, Alter, weil Demenz so ein ja. Weiß ich nicht, Alter. So, hast du den Film gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Werde ich aber machen jetzt. Ey, das ist wirklich ein sehr, 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 sehr schöner, emotionaler, geiler Familienfilm. So. Ja, also, glaube ich. Ne, so Familien einfach wie, worum es eigentlich geht. Auch Generationen so ein bisschen, ne? So Generationsspiel. So, ne? Genau. Ja, guck mal, ich wusste, dass das dieser Film ist um Demenz, weil der super Kritik damals bekommen hat, aber den habe ich nicht gesehen. Aber krass, dass du das jetzt nochmal sagst. Die nehmen wir rein. Genau, und Denise und ich wollten in Batman gehen. Keine Ahnung, ich habe gar keinen Bezug zu sowas. So, das ist doch so ein Dingsfilm, ne? So ein, wie nennt man das? Marvel-Film, ne? Glaube ich. Also ich bin auch mit so Hero. Also Marvel ist ja irgendwie, gehört zu diesen Superhero-Charakteren, aber ob Batman jetzt Marvel ist oder boah, ich bin da raus, Alter. So wie Leute auch mir erzählen, Star Wars ist jetzt von Walt Disney gekauft worden. Ich bin immer so, ey, wo willst du das denn wissen? Ja, steht überall. Steht überall. Ja, ich so, ja und? Du musst doch nicht stimmen, Alter. Keine Ahnung, also ich beschäftige mich nicht so damit. Aber Batman habe ich ja gesehen, habe ich doch erzählt, ne? Willst du den jetzt einen Monat später noch gucken? Ist ja schon einen Monat draußen wieder, Digga. Digga, ich habe doch irgendwann mal im Podcast 19 gesagt, dass ich Batman geguckt habe im Kino. Meinst du, ja geil, Alter, ich war ewig nicht mehr im Kino. Naja, aber ist ja auch nicht schlimm, man kann ja auch mal einen Kinofilm gucken, der jetzt ein paar länger im Kino ist. Ja, gut. Und dann hast du natürlich den Vorteil, dass du dir wahrscheinlich noch einen geilen Platz aussuchen kannst. Ich musste irgendwie erste Reihe vorne, Alter, vor mir Leinwand, Alter, so
Stimmt, wo ihr die geilen Stühle hattet, ne, Schall und du? Ja, ja, ist aber jetzt bei uns im Kino jetzt sowieso Standard. Wir haben diese Recliner, nennen die sich, weiß ich jetzt am Wochenende auch noch, aber ey, ohne Scheiß, die haben die Preise angehoben. Überall Wette, alles teurer gerade. Kino, ja. An dem Tag, wo ich mit Schalle war, 5,99 eine Karte. Ich denke mir, Walla, haben die erkannt, man macht nicht so teuer diese Karten. Ich gehe jetzt gestern Kino mit Kindern, 10,49. Maschallah. Ja. Maschallah, Digga, dann habe ich für musste ich 30 Euro fast bezahlen, Alter. Und dann noch Popcorn und Getränk, Alter, auch nochmal 20, Alter, war 50 Euro. Da überlegt man sich ja wirklich nochmal als so, ne? Also ich bin jetzt kein Geldknauserer so, aber wie oft willst du das ja machen, Alter? Weißt du so, ich würde schon gerne jede Woche ins Kino gehen, aber wenn es halt immer so teuer ist. Lass mal einfach anrufen. Lass sagen, wir brauchen mehr Geld, Alter. Wir brauchen mehr Geld für Kino. Gib mal Kinogeld. Ey, oder so ein Sponsoring von Cinemax wäre doch auch nochmal nice. Boah, beste Leben, genau so. Genau, Cinemax-Sponsoring, Marlboro und was war das noch, Digga? Coca-Cola, bei dir Coca-Cola. Unbedingt was mit Zucker, Alter. Und absolut Wodka. Aber ich glaube nicht, dass wir ins Kino gehen werden, weil der erst um 20.30 Uhr oder sowas startet, Digga. Der geht da drei Stunden. Viel zu spät für Mo. Der dauert echt 3 Stunden, der Film. Ja, siehst du? Ich muss um 22 Uhr im Bett liegen. Geht gar nicht. Ey, was machst du denn am Samstag, Mo? Samstag? Samstagabend. Eigentlich wäre ich auf einer Geburtstagsfeier von einem meiner Gesellschafter aber gewesen. Aber der findet ja nicht statt. In der Hanse Lounge und deswegen, jetzt muss ich mal gucken, was ich zu tun habe. Vielleicht gehe ich zum Ahead Abendessen. Oh, schön. Weil ich bin nämlich auch da, Mo. Falls sich das irgendwie umstimmt. Diesen Samstag sind Mo und ich in Hamburg. Also Mo ist sowieso in Hamburg. Als Blankaneser gehört er dahin, aber ich als Krefelder nicht unbedingt, aber ich bin eingeladen worden von dieser tollen Jungfern, vom Jungfernhäutchenstieg. wurde ich eingeladen, deswegen werden wir da eine Runde Tischtennis spielen, mein Lieber, und dann werde ich dir erstmal eine schöne Abreibung verpassen, Alter. Ich zeig dir, wo der Hammer hängt, die Baumarktpersonal. Pass auf, wir gehen jetzt zum Thema 3 schnell Baba-Fragen an den Drager an, weil ich habe noch genau 13 Minuten, bevor mein nächster Call ist, mein Lieber. Boah, Digga, und danach musst du staubsaugen. Nee, habe ich gestern gemacht, muss ich heute nicht machen. Macht heute Arne, bester Mann, Grüße gehen raus an Arne. Jeden Tag staubsaugen oder was? Sorry, ganz kurz. Ja, natürlich, Digga, wenn wir am Tag 80 Leute in den Classes haben, müssen wir jeden Tag staubsaugen. Maschallah, Ehre, Ehre in St. Pauli, Alter. Ja, Mann. Und der Bruder von Luka und Lazar Djukic ist bei uns in Hamburg und der arbeitet gerade bei St. Pauli Athletic und der macht auch ab und zu mal sauber. Die haben noch einen Bruder? Marco. Und der ist auch fit? Nee, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber er hat ein bisschen was mit dem Rücken. Okay, aber der ist jetzt nicht so dieser so Maschine, so wie... Nee, wie die beiden nicht. Erste Frage hat ganz Baba-Fragen, ne? Baba-Fragen, ab geht's, Digga. Noch eine Runde. Bist du ein Typ, der auf Dings geht, so auf Autoscooter? Ja, sowas? Ja. Echt, ne? Ich meinte echt, ne? Aber immer nur mit Butterfly und Bauchtasche. Wollte ich gerade sagen, du stehst dann so beim Autoscooter mit einem Fuß so hinten angelehnt, hochgenommen. Selbst heute noch. Manchmal einfach bedrohe ich so einen 12-Jährigen und ziehe seine Helly Hansen-Jacke ab, Alter. Ja, Kippe im Maul auf die Zunge. Nee, die erste Frage erinnert oder hat was auch mit dem Film zu tun. Dieter Hallervorden, habe ich gerade gesagt, Honig im Kopf. Wo siehst du dich mit 70 Tragern? Wieso stellst du mir immer solche Fragen, wo ich einfach keine Antwort habe, Alter? Dann stehe ich wie so ein Spast hier und weiß einfach nicht zu antworten, Alter. Wo sieht man sich? Du hast doch bestimmt schon mal zu Schalle gesagt, boah, Schalle, wenn wir Rentner sind, ne, dann bin ich voll der Zocker oder dann rauche ich eine Menge Marihuana oder... Ach so, ja. Also ich habe echt dieses Thema kurz gehabt letztens, weil ich meinte, ey, ich möchte mit 70 immer noch Klimmzüge können. So, habe ich gesagt. Ich möchte Klimmzüge können und ich möchte... weiß ich nicht, wenn meine Kinder irgendwie ihren Freunden irgendwie rausfahren, irgendwo sind, möchte ich sagen, ja, ich bin beim Training jetzt, tschüss, ich fahr, weißt du, so die Situation, Kinder sind hier, also mit Freunden und Papa ist beim Training, obwohl der Papa so 60 ist, so, das war so mein Gedanke. Also immer noch sportlich aktiv, Bewegung und so, aber ob also in welcher Stadt. Wenn ich deine Kids frage, wenn du 60, 70 bist, wo ist Papa? Dann sagen die Kids zu mir, in der Bratbox, Brudi. Und die sind dann, wie alt Inshallah sind sagen die so, Inshallah sagen die so. Inshallah in der Bratbox. Also so willst du einfach fit sein, ja? Ja, also fit so, dass ich sagen kann, ich kann immer noch Sachen machen, wo wahrscheinlich ein jüngerer Mensch denkt, kennst du das, du hast wahrscheinlich auch in der Box so den einen oder anderen Älteren und wo du sagst, Mashallah, wenn ich so fit bin, reicht mir. So, dieser Gedanke. Und ich möchte dieser Typ Vater sein, wo alle Kinder und Jugendlichen dann denken,
Ist doch korrekt, Alter. Guck mal, der Mann sieht noch vernünftig aus und kann sich bewegen, Alter. Ist doch in Ordnung. Weißt du so? Denk ich mir jedes Mal bei Schagel. Muss man Respekt zollen, Alter, weil mit Kindern und in dem Alter ist das alles nicht mehr so einfach, aber zieh durch. Ja, ist so. Muss ich, aber ich meine jetzt wirklich die Älteren, so 60-Jährige, Alter, hier beim Hyrox oder so, siehst du so 60-Jährige, Alter, und denkst, Maschallah, Alter, man sieht, dass der immer schon Sport gemacht hat. Guck mal, es gibt 60-Jährige, die können sich gar nicht bewegen, Alter. Die sagen einfach die ganze Zeit so, ey, kann ich nicht, wie soll ich das denn schaffen? Das war in der Ostsee-Therme so, ne? Alter, niemand war trainiert, alle sahen schwabbelig aus, haben geraucht, gebadet. Ja, Mann, ja, ja. Im Saunagang, und ich dachte nur so, Alter, und die haben mich angeguckt, als wenn ich der Pimmel wäre, Digga. Ja, ja. Weißt aber du? Die haben bestimmt deinen Pimmel angeguckt, deswegen. Und deswegen haben sie gelacht, meinst du? Nicht wegen... Ich enthalte mich, Alter. Hör mal, Mo, duschen. Bist du eher, ich habe zwei Fragen direkt, hast du diese morgens duschen oder abends duschen? Und warm oder kalt? So in dieser Konstellation ist diese Frage. Gut. Immer nach der zweiten Session dusche ich. Erste Session dusche ich nicht, danach habe ich Termine, blablabla, dann gehe ich zweite Session, Sport machen, Wasser sparen, Grüße gehen raus an Barbara, habe ich von ihr auf jeden Fall. Und nach der zweiten Session gehe ich duschen. Und da kommt es drauf an, wenn ich komplett gefickt bin, und da sage ich dir so, wie es ist, wenn ich durch bin, weil mein Körper einfach tot ist, dann kann ich nicht unter die kalte Dusche. Ne, zum Beispiel, wenn ich Saltback-Intervalle geschrubbt habe, Laufintervalle, danach noch Core und in der zweiten Session Metcon, da bin ich so mit Augen auf Chinese, darf man das sagen? Nee, ne? Augen ganz klein, Entschuldigung, Augen ganz klein und gehe dann in die Dusche, dann direkt warm, aber wenn ich sage, ich bin noch relativ frisch, dann gehe ich erstmal kurz kalt in die Dusche, schäume mich ein, mache alles sauber und dann dusche ich nochmal kurz kalt ab und gehe raus. So. Also das war die Antwort. Okay, also abends auf jeden Fall auch. Ja. Cool. Weil es gibt Menschen, die duschen morgens, obwohl die abends trainiert haben, und ich denke mir jedes Mal, du gehst doch stinkig nass ins Bett, Alter, wie eklig ist das denn, Alter? Ach, die duschen nicht nach dem Protein? Ja, die duschen nicht, aber denken so, ich will ja morgens duschen. Boah, was? Nee. Das denke ich dann auch, Alter, eklig. Ja, das geht. Und alle, die das machen, Alter, hört auf damit, es stinkt. Ja. Kurze Frage, ich will nur das Wort wieder hören als Antwort. Raumschifffahrer oder Musicaldarsteller, was willst du sein? Boah, du bist so ein Spast, Alter. Was hast du denn Fragen? Du hast den Turn geschafft. Du hast die besseren Baba-Fragen als ich. Früher habe ich sie gestellt. Musical-Darsteller. Jetzt halt zum Aufmach einfach weiter. So wie ich dir gerade vor. Ich würde gerne singen können, Alter. Ja, echt, ne? Ey, wirklich. Wenn ich singen könnte, ich würde nur singen. Ey, guck mal, ich kann nicht singen. Ich bin total unmusikalisch. Ich kann auch kein Instrument. Aber ich höre jeden Tag so viel Musik, dass ich merke, Musik ist ein Teil meines Lebens. Die Schale lacht immer, wenn ich das sage, aber ich bin gleichzeitig so unmusikalisch, weißt du? So, ich finde es schade, weil ich würde gerne das kombinieren. Ich würde gerne mal eine Hook singen, Alter. Ich glaube, du wärst ein guter Rapper. Was ist eigentlich mit unserer Einspielmusik von dem Rapper aus Krefeld? Ja, Selemi. Da, der wollte Kohle haben, dann habe ich so einfach habe ich ihn blockiert. Ey, kommt der so, ich mach Trailer, dies, das, ich sing mal so korrekt, wir kennen uns schon ewig, korrekt, danke, Habibi, alles cool. Dann sagt er, ja, lass das mal monetärem erklären. Ich sing mir so, warte, ganz kurz, dein Ernst? So. Aber wieso, er lebt davon, Alter, ich verstehe schon. So, deine Frage. Egal, Alter, vergiss das, ja gut, alles gut. Deine Frage hier. Dein Lieblingsobst und dein Lieblingsgemüse. Gemüse hast du schon 100-mal gefragt, war Aubergine. Ja, bei Obst habe ich nicht gefragt. Bei Gemüse, ich habe Schrägstrich gemacht, falls ich... Obst auf jeden Fall Mango, Alter. Mango ist das Geilste. Ich könnte kotzen, Alter. Was, bei dir Ananas oder was? Ananas. Kennst du das? Ey, Wassermelone, Digga. Nee, Diggi, da ist ja nichts drin. Klar, voll viel Wasser. Ja. Kannst auch Gurke essen, Alter. Gurke mit meint der Gurke als Obst. Voila, ist so. Frage, einmal noch zum Ende der Woche eine etwas ernstere Frage. Wie viel Prozent der Woche nimmst du dir wirklich für dich? Wie viel Prozent? Was ist jetzt so? Ja, wenn du die ganze Woche nur für dich alles machst, dann ist es 100. Ist eigenes Training auch für mich so, ne? Hey, bei dir ja, bei mir nicht.
Für wen ist denn bei dir, Alter? Was? Für wen ist denn dein Training? Für den Fame. Erzähl jetzt. Für den Fame, für den Fame. 100%. Ja, keine Ahnung, kann man schwer beziffern, aber ich bin jeden Tag beim Training so, ich habe 2 Stunden, dann auf jeden Fall hänge ich abends, gucke ich eine Doku oder so, Netflix mit Schalle irgendwie, ist ja auch irgendwie Me-Time so. Und abends hörst du noch Sudoku. Sudoku spiele ich, Alter, da hat mir auch irgendjemand noch geschrieben so, ey, wieso spielst du das am Handy, spiel das doch so auf Blatt Papier. Und dann denke ich mir, ist die Idee, auf die wäre ich nie gekommen, aber dafür muss man das Licht ja anmachen und dann ist halt dann... muss man ja auch wieder irgendwie jemanden hält's vom Schlaf ab so. Nee, ich keine Ahnung, ich glaube ich glaube, dass ich da mich nicht so ganz beschweren kann. Ich würde mir aber zum Beispiel wünschen, auch mal alleine wieder so regelmäßig oder so in die Sauna gehen zu können. Einfach so dieses, ich gehe jetzt, also nicht nur mit alleine, aber halt ohne Kinder, so wo ich sage, das ist auch ein Challe dann gerne so, aber das fehlt mir halt so ein bisschen, dass ich sage, ich gehe einfach. Schalle sollte ja mitkommen nach Hamburg, Alter. Ja. Aber kommt jetzt nicht. Wegen der Kinder. Ja, genau, so, wegen Kinder. Wir haben Betreuung nicht bekommen jetzt so und das ist halt immer so ein bisschen so. Hä? Packen wir einfach in die Box, schließen ab und dann können wir zum Jungen. Kinder? Gehen. Ich habe auch gesagt, können wir einfach im Auto 2 Tage, Alter. Mach Fenster ein bisschen auf. Passt doch eigentlich, Alter. Kannst du machen. So, ne? Ey, weißt du, was wir gespielt haben, Denise und ich? Waren wir essen in Scharbeutz und haben aufs Essen gewartet und haben Stadt, Land, Fluss abgeändert gespielt. Ohne Zettel, ohne alles und mit Punkte auch erinnern, weißt du? Ja. Haben wir zum Beispiel gemacht so Hobby, Name und Tier oder so. Und dann hat einer A gesagt, der andere, dann zähle ich A, B, C, D, E im Kopf und du sagst Stopp und dann ne B und dann Name, Bernd, Tier, sag mal Tier mit B. Bär. Bär und Hobby, Ball Bumsen. Spielen. Das ist kein Hobby, das ist ein Beruf. Das ist eine Berufung. Digga, bei mir ist das Teilzeitjob, Alter. Jalla, jalla, 3 Minuten noch. Du hast letzte Frage. Was war dein Lieblingsfach in der Schule außer Sport? Sport war nicht mein Lieblingsfach. Okay, korrekt, dann. Mein Lieblingsfach. Und wir reden jetzt über Schule, so weiterführende Schule, ne? So, wo du sagst, ey, das hat dir Spaß gemacht. Hängt ja auch echt mal vom Lehrer ab, muss man ja sagen, in der Zeit, wo Mori überlegt. Eigentlich fast nur vom Lehrer ab. Und ja. Ich hatte einfach kein Fach, auf das ich Bock hatte. Ich habe die Schule gehasst, Digga. Ja, ehrlich, ja? So komplett, dass du nicht mal ein Gefühl hattest, ein Lehrer war korrekt und das Fach hat er mir irgendwie cool schmackhaft gemacht. So. Er hat vielleicht ein bisschen BWL, so Betriebswirtschaftslehre, weil der Lehrer echt korrekt war, ne? Okay. Aber die Dinge wie die Schule halt, ich kann mich auch nicht konzentrieren, Alter. Ich kann mich wirklich, wenn ich so Sachen habe, auf die ich gar keinen Bock habe, ich kann... Ja, Mann, Alter, boah, genau wie bei mir, Mann. Boah, Alter, aber wirklich so richtig abturnen, ne? Ich versuche, guck mal, rechts, irgendwas passiert rechts. Ich versuche, mich auf den Scheiß zu konzentrieren, auch wenn einer nur mit einem Füller oder so wen anders abwirft, ne? Ich nehme meinen Füller und pfeffer diesen Füller, Digga. Weißt du, was ich denke? Boah, ich hab... Ey, Abi-Phase war bei mir ganz schlimm, ich habe nur Scheiße gebaut. Was denn? Was denn? Was war dein Schnitt, Abi? 3,0. Boah, was? Ich hatte 3,6, Digga. Wallah, ich bin Streber, aber echt krasse Zeit, die Abi-Phase. Aber du hast echt kein Fach gehabt, wo du sagst, so, das hat irgendwie doch Bock gemacht, so? Boah, ich müsste wirklich drüber nachdenken. Vielleicht. Hast du nicht Latein gehabt, Alter? War das nicht so ein bisschen doch cool, zu checken, Latein zu checken, so? Nein? Ey, Sprachen, was auswendig lernen, irgendwelche Wörter lernen und so. Ja, ekel, hast du gehasst, ne? Also ich gucke nochmal nach, gute Frage auf jeden Fall. Warst du Sport, warst du gut? Nee. Auch nicht, einfach weil auch Lehrer scheiße so dann ist. Unser Lehrer war Physiklehrer und Sportlehrer und ich habe glaube ich mal erzählt, der hat so ein bisschen Alkohol getrunken in der Schulzeit. Wie ja, hast du erzählt, ja. Aber so Völkerball, dann lass dir mal so behinderte Spiele spielen, so Völkerball, immer so ausgelutschte Scheißspiele. Alter. Völkerball ist das größte Dreckspiel. Komm, wir werfen mal den Dicken ab, der nicht laufen kann. Ja, ist echt so, Alter. Die Kinder mal komplett in die falsche Richtung, Alter. Boah. Ey, man könnte so viel, habe ich das nicht gesagt, dass wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich das ändern, ne, das System, Alter. Ja, naja. Guck mal, ich habe Beratung mit einer 16-Jährigen, sagt sie mir, wir machen auch CrossFit im Sportunterricht. Sag, wie, ihr macht CrossFit? Was macht ihr denn da? Cool. Ja, wir werfen Medizinball von einem Paar an zum anderen. Der Lehrer hat gesagt, das ist CrossFit. Ich sage, ja, alles geil, gut. Alter. Das ist echt ganz schön. Na gut. Vielen Dank. Volume 24. Ja, Mann. Wow, wenn du noch was Abschließendes, Nettes, sag mal was Nettes jetzt auch mal, Alter.
Ja, ey, seid lieb, seid nett zueinander. Ganz wichtig in den jetzigen Zeiten auf jeden Fall. Nehmt euch mal eine kurze Auszeit, geht mal in die Sauna. Sagt eurer Frau, pass mal auf die Kinder auf, ich gehe in die Sauna, ich brauche mal kurz eine Stunde für mich. So, ne, Grüße gehen an Schalle auf jeden Fall. Nein, Spaß. In diesem Sinne, ja, gönnt euch mal eine Auszeit. Ich war beim Wellnessurlaub, kann man mal machen. Wirklich, wirklich geile Nummer. Plant euren Tag und seid lieb zueinander. Genießt die Sonne. Nächste Woche wird wieder besseres Wetter. Und das letzte Wort hat der gute Dragan. Hatte. Danke dir, Mo. Hört auf seine weisen Worte. Gönnt euch auf eine Auszeit. Bald sind ja eh irgendwie Osterferien. Wetter wird wieder besser. Ansonsten macht's wie Mo. Fliegt nach Malle, Alter. Ist auch schön, bestimmt mal so eine Auszeit für eine Woche. Und es hilft natürlich auch, weil es ihr mal schlechte Laune habt, das Bright Mood von Ahead Nutrition. Dankeschön für den Support. An der Stelle checkt die Seite ab, ahead-nutrition.com. Brathletic 15 ist euer Code, wenn ihr sparen wollt. Danke, Mo. Wir sehen uns. Inshallah sehen wir uns am Samstag. Ich ziehe dich ab, egal was wir da machen, was wir spielen. Ich werde dich einfach abziehen. Auch wenn ich dir einfach dein Portemonnaie zocke, ich werde dich abziehen. Okay. Schöne Grüße, mein Lieber, nach Hamburg. Wir sehen uns. Es ist wie Boris Binke. Wann gewinnt? Nicht.